Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Technik-Faultier-Video. In letzter Zeit haben mich viele gefragt, was ist RSS, was ist dieses Feedly, über das du die ganze Zeit redest, wo ist der Google Reader und was mache ich damit überhaupt? Ganz einfach, ich sitze gerade vor meinem Rechner und ich bin ja so ein technikbegeisterter Nasenbär. Und Technik könnt ihr jetzt durch alles Mögliche ersetzen, sei es Gummibärchen, Modelleisenbahn, Schuhe oder was auch immer. Und da hat man ja heutzutage so ein paar Webseiten, für die man sich interessiert. Wir schalten einfach mal auf meinen Rechner. So, da habt ihr jetzt hier einfach die Seite von The Verge. Dann gibt es Mac Rumors, dann gibt es Engadget, Anantech und. Es gibt da einfach so viele. Beziehungsweise natürlich mit nur vieren wäre das jetzt alles gar kein Problem, da den Überblick zu behalten. Doch was ist, bei mir sind es nicht nur 10, bei mir ist es bei den Amitech-Blogs allein, glaube ich, oder Seiten allein, glaube ich, über 30. Und wie will man das, wie will man die neuen Beiträge, die da kommen, nachvollziehen? Es gibt eigentlich drei Möglichkeiten dafür. Nummer 1, ich habe irgendwie eine Uhrzeit oder was weiß ich. Ich habe abends um 18 Uhr Zeit, um die Webseiten alle von Hand abzusurfen. Das heißt, ich tippe die Adresse ein oder noch besser, ich habe die Webseite als Bookmark da und gehe drauf und guck, aha, was gibt's denn heute Neues? Dann gehe ich zur nächsten Seite und denke, aha, was gibt's Neues? Dazwischen muss ich immer gucken, habe ich das gestern schon gelesen? Das klappt mit 1, 2, 3 Seiten vielleicht, aber mit so vielen, ne. Dann gibt es Möglichkeit Nummer 2. Ihr verlasst euch auf eure sozialen Netzwerke. Das bedeutet, ihr abonniert die Leute oder diese Webseiten oder die Autoren bei Twitter, Google+, Facebook und was es nicht alles gibt. Und guckt dann da, wenn die was posten. Die sagen ja auch, hey, ich habe einen neuen Artikel geschrieben oder hier, guck mal da. Und versucht so auf dem Neuesten zu bleiben. Aber das klappt auch nicht, denn wer guckt schon wirklich seine ganzen Social-Media-Zeitstrahle durch und guckt dann, aha, muss ich gucken, muss ich nicht. Da geht euch so viel durch Flöten. Klar, wenn ihr nur 10 Leuten folgt, dann... Es ist immer eine Sache, wie viel ihr konsumieren wollt oder wie viel ihr verfolgen wollt. Habt ihr nur eine Seite und was weiß ich, 5 Leute, denen ihr auf Twitter folgt oder so, dann ist das alles kein Problem. Aber habt ihr hunderte von Leuten und ihr wollt irgendwie auf dem Laufenden bleiben, dann kommen wir jetzt zur Möglichkeit Nummer 3 und das ist diese sagenumwobene RSS. Ich gehe da gar nichts groß ins Technische, dafür bin ich auch absolut nicht derjenige, der sowas erklären kann oder sollte. Stellt es euch einfach vor, ihr habt so einen RSS-Client-Dienst, das war bisher Google Reader. So, und bei Google Reader seid ihr hingegangen und habt dann wieder unsere 3, 4 Seiten von eben. Also, wir hatten gerade The Verge, wir hatten Mac Rumors, Engadget und Anantech und da, die habt ihr da abonniert. Und zwar, ich bin jetzt hier einfach mal in meinem Feedly-Ding drin. Klar, ich will nicht immer nur Werbung für Feedly machen. Wir können ja auch den Dickreader nehmen, aber wir nehmen jetzt mal Feedly. Und da oben Add Content, da könnte ich jetzt hingehen und die Webseite der URL oder Webseite eingeben. Und da machen wir jetzt hier dieses Anantech. Wer es nicht wusste, das ist übrigens der Vorname vom Gründer und dann Tech hinter. Und da kann ich jetzt einfach, sehe ich die ganzen Feeds, die angeboten werden und kann dann einfach den richtigen rauswählen. Oftmals ist es aber auf der Seite selber so, dann seht ihr hier dieses Logo, das ist das RSS-Logo, da draufklicken. Das funktioniert nicht oft, manchmal aber schon und dann könnt ihr das da auch eurem Reader-Client zuordnen. So, und dann folgt ihr dem. Und wenn es jetzt, dann ihr guckt und da tragt ihr jetzt eure 2000 Webseiten ein und dann bekommt ihr hier eine nette Übersicht. Hier habe ich heute alles fast gelesen, aber hier den Dickreader, den nutze ich im Moment nicht. Da häuft sich natürlich alles auf. Und da kann ich jetzt ganz einfach durch die verschiedenen Nachrichten gehen und sagen, interessiert mich nicht. Ganz klar, gerade bei diesen Tech-Nachrichten, da schreibt der eine vom anderen ab. Von 10 Quellen oder von 10 9 können dir 9 davon knicken und bei euch einmal die Info von einer Seite reicht. Und so klappt das auch mit ganz vielen Sachen. Aber um halt 10 Sachen durchzugehen, naja, braucht ihr nicht mehr 10 Seiten anzusteuern, sondern ihr seht es innerhalb von 10 Sekunden und markiert es ruckzuck als gelesen. Dann gibt es so verschiedene Möglichkeiten, das noch anders anzeigen zu lassen. Spielereien, ganze Artikel und so. Man kann Pocket einbinden und wie die ganzen, oder Read It Later heißt jetzt ja Pocket.
und wie die ganzen Dienste nicht noch heißen, um das dann noch für später offline zu speichern. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Aber dass ihr das irgendwie vernünftig auf einer Seite all eure Informationsquellen habt, dafür ist RSS gut. Und dafür gab es bisher den Google Reader, der ist jetzt eingestellt. Und jetzt wechseln halt viele zu Feedbin, Feedly und wie es nicht alles heißt. Und dann gibt es noch die nächste Stufe und das sind diese RSS Reader Dinger. Und das ist bei mir auf dem iPhone halt das von mir geliebte Reader mit Doppel-E, auf dem iPad und auf dem Mac eigentlich auch. Wenn es denn bis dahin das Update gibt, das ist bei mir auf, na, wo haben wir es denn? Das ist im Moment bei mir auf Android, ja, könnt ihr jetzt nicht sehen, spiegelt zu sehr, ist halt der direkte Feedly Client oder Press oder Reader HD oder was auch immer. Und diese Apps, die, da loggt ihr euch dann mit eurem Reader-Client-Account ein, sei es euer Dick-Account, sei es euer Feedly-Account oder früher halt der Google-Account, den ihr dann hinterlegt hattet. Und dann könnt ihr die Apps auch unterwegs lesen und das wird absynchronisiert, sprich ihr seid unterwegs, ihr habt 50 ungelesene Artikel, lest unterwegs 20, kommt nach Hause, schnappt euch euer Tablet, startet da dann die App und habt dann da noch die 20 Artikel, die ihr noch nicht gelesen habt, oder setzt euch an euren Rechner und habt da auch noch die 20 Artikel. Und dann lest ihr da, ihr wisst, worauf ich hinaus will, das muss ich jetzt hier nicht erklären. So, und dafür ist so ein RSS-Client ganz gut, oder um halt eure Nachrichten, die ihr verfolgen wollt, eure Webseiten, die ihr cool findet, die Artikel, die ihr lesen wollt, da auf dem Laufenden zu bleiben, um halt nicht von Hand auf die Seiten zu gehen und auch nicht um, was weiß ich, eure ganzen Social Media Timeleisten da irgendwie abzuarbeiten, sondern wirklich nur auf neue Informationen, nur auf Artikel oder neue Videos oder was es auch sonst da draußen gibt, in dem speziellen Umfeld, wo es, was ihr möchtet, sei es ganz normale Nachrichten, sei es Technik, wir hatten es eben, Gummibärchen oder sonst was, auf dem Laufenden zu bleiben. So, ich hoffe, das wäre geklärt. Macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss!